Folge Nummer 69 von Avaroyon. Wir müssen... Okay, da ist Struktur nicht in Ordnung. Und da müssen wir einen Reparaturdock, ein neues Dingens kaufen. Ist das gerade hier? Ja. Muss ich angedockt sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Traveler. Schiffrekonstruktion, ne, will ich ja nicht. Ich will eine Marke kaufen. Geht auch so. Schiffrekonstruktionsmarke. Ja, geht auch wohl so. Gut, dann brauche ich nicht docken. Das ist dann auch so gelaufen. So, jetzt wollen wir aber schauen, dass wir da wieder hinkommen, wo wir hergekommen sind. Ja. Wo ist unser Flugradius? Sprungradius? Ich glaube, ich springe. Ne, wir müssen da lang holen, ne? Koordinaten ins Navigationssystem eingeben. Hier haben wir gar nichts entdeckt, groß, ne? Naja. Habe ich es jetzt eingegeben, das Ziel? Nicht wirklich, ne? Nochmal. Koordinaten im Computergame eingeben. So, haben wir gemacht jetzt. Stift drehen und dann springen. Geht's in die richtige Richtung auf jeden Fall schon wieder, ne? So. Da gibt's 2078 Asteroiden. Hier gibt's drei Tore. Ich spring mal dahin, weil ich die Vermutung habe, dass wir da vielleicht diesen Wegpunkt finden. Muss aber nicht. Kann aber. Und Jump. Schauen wir uns doch mal an, ne? Okay. Da sind wir. Ja, wir haben getroffen. Boah, hier sind natürlich jetzt ganz viele Marken, ne? Aber wir fliegen weiter. Hat keinen Sinn. Wir müssen da hoch. Lass mal gerade einmal gucken, ob ein Ausrüstungsdruck dabei ist. Ne, ist es nicht. Gut. Und Sprung. Springen wir durch die halbe Galaxie. Naja, die halbe ist es auch nicht. Es ist noch nicht mal ein Viertel wahrscheinlich, ne? Da komme ich nicht hin. Da gibt's Piraten. Springen wir mal da hin. Gucken, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Sieht aber alles bis jetzt noch gut aus, ne? Springen da durch die Gegend und unser Tank wird nicht leer, ne? Ach. Toll, da kommen wir nicht rüber jetzt hier, oder was? Da ist ein Riss, der geht bis hier und hier gibt es keine Verbindung rüber. Super, oder? Ich würde aber trotzdem mal hier gucken, auch wenn es nicht so weit ist. Vielleicht gibt es da ja die Möglichkeit, per Tor rüberzukommen dann. Mal schauen. Mal schauen, wie es da aussieht, ne? Hier gibt es auf jeden Fall Tore, wie wir sehen, aber leider gibt es keins rüber. Dann probiere ich es da unten nochmal. Frequenzcheck. Dann dahin.
Letzter Versuch, würde ich sagen. Dann nehmen wir bekannte Routen. Ja, leider geht da auch gar nichts rüber. Obwohl wir, wenn wir. Hier unten muss es doch rumgehen, oder? Aber ich komme auch hier hin und dann mache ich das lieber. Weil dann komme ich über diesen Spalt auf jeden Fall. Naja, da natürlich nicht, aber ich könnte von da nach da. Ja, besser ist das. Gibt es hier was Besonderes? Nicht wirklich, ein Ressourcendepot nur. Okay. Sprung ist berechnet. Wir müssen uns also nur ausrichten. Und auf geht die Reise. Das Bild hatten wir eben doch auch schon, oder? So, und jetzt ist das Tor Nordwest. Da müssen wir uns jetzt zu Fuß hinkämpfen, ne? Ah, geht aber. Kommen wir schon hin. Ja, Antrieb ist schon top, ne? Alles ist schon top an dem Schiff eigentlich. Haben wir schon kein schlechtes Ding gebaut mittlerweile. Okay. So, was ist denn das für ein Zeichen da oben? Ist klar, das Systemflughöhe braucht alle Energie, okay. Warum braucht das alle Energie? Da ist unser Ölbohrturm schon. Also aber noch ganz schön weit hoch da. Wo können wir denn hoch bis dahin? Aber das bringt uns alle nichts. Wir müssen erst noch über den Riss. Ich glaube, wir fliegen hier hin, weil wir die Route noch nicht kennen. Ja, machen wir einen Sprung, weil da müssten wir zwei Tore durchfliegen. Dann machen wir das mit einem Sprung. West, Südwest. Das ist unser Tor, oder? Sektor ist nichts außer ein paar Tore und wir. Dann sehen wir mal zu, dass wir da hinkommen. Ab ins Tor. Gibt schon interessante Schiffe, ne? Aber das sieht mir nach einer Station aus, oder? So. Jetzt können wir dann da oben hin. Waren wir da schon? Schiffswerft. Waren wir da schon? Wahrscheinlich, ne? Und da fliegen wir doch erstmal vorbei hier bei der unbekannten Signaturquelle, oder? Antigrafffabrik. Was gibt's denn hier noch? Ah, krass, ne? Antigravfabriken ohne Ende. Aber wir fliegen weiter. Neuer Knotenpunkt, den wir freigedeckt haben jetzt gerade. Schauen wir mal, ne? Okay. Ja, haben wir den freigemacht, den Knotenplung. Prozessor Waffenfabrik gibt es ja auch. Leiterfabrik, okay. Also Karte dann nochmal doch. Ja, nützt nichts, wir fliegen mal hier irgendwo hin, ne? Schiffswerft. Da kommen wir leider nicht hin.
Ja, nützt nichts hier. Zack. Koordinaten angeben und hoch. Was anderes machen wir gerade nicht, ne? So. Achso, wir müssen nur ausrichten und jumpen, ne? Da sind wir weiter. Was sagt er jetzt da oben? Ah, wir sind schwach in diesem Sektor, okay. Ich dachte, das wäre bisher nicht so gewesen. Also hier ist das. Und haben wir da schon mal geguckt? Ich weiß gar nicht. Zack, Koordinaten hinter. Ich weiß nicht, ob wir durch das Loch geflogen sind und geschaut haben. Vielleicht haben wir es auch bei einer Karte mitgekriegt. Weiß ich nicht, wo wir die gekauft haben. Sollen wir mal schauen. Na komm schon. Ladebildschirme werden auch immer länger, ne? So. Ja, jetzt sind wir am Rande unserer Geschichte, würde ich sagen, ne? Gibt's hier irgendwie coolen Asteroiden oder so? Sehe aber nix. Ist der da was? Nein. Hier gibt es auf jeden Fall eine Besonderheit, steht da. Ich sehe sie aber nicht unbedingt. M. Nee, nicht M, P. Trinium haben wir schon, okay. 150.000. Ja, nützt nix, ne? Wir gucken uns an, oder? Einmal durchfliegen und schauen, was auf der anderen Seite ist. Ist immer gut, oder? Zack. Wir hoffen, dass keine Einbahnstraße ist, ne? Sonst haben wir ein Problem. Okay. Irgendwie kommen wir da nicht weiter. Ist das hier schon so ein Quadrant? Nö, eigentlich nicht, ne? So, ich fliege jetzt aber in diese Richtung wieder zurück. Da unten ist ja eine Signatur. Mal schauen, wir sind ja zu schwach hier in der Gegend, ne? Aber einen Sprung gönnen wir uns. Mal gucken, was da ist. Vielleicht läuft es ja auch schlecht. Okay. Da wird ordentlich produziert, oder? Wir sind mit denen neutral, ist klar. Ganz viele Tore gibt es hier. Gibt es ja auch einen Rohstoff, den wir noch nicht haben? Muss es ja eigentlich, ne, oder? Ressourcendepot, Rammjägerfabrik, Kartoffelfarm. Okay. Ich sehe jetzt kein Material, was ich abbauen kann.
Da ist Trinium, oder? Ja. Kein anderes Zeug da, oder? Doch, da. Da ist er. Aber ich glaube, wir haben ja gar nichts eingebaut, was das kann, ne? Schutzkontrollsystem brauchen wir nicht. Ach, können wir hier gar nicht sehen, oder? Ne, ich glaube, hier können wir gar nicht sehen, was für eine Bewaffnung wir gerade haben. Können wir nur hier sehen. Titan, Titan. Mit Trinium haben wir wahrscheinlich gar nichts, ne? Ne. Das bedeutet, da können wir nicht ganz viel abbauen, ne? Ein Ressourcendepot wäre also die klare Ansage, ne? Ein Ausrüstungsstock. Ja. Einfach da mal hingucken. Ja, komm, machen wir. Was wir auf jeden Fall sind, wir sind relativ flott unterwegs, ne? Einmal gucken. Kaffeefarm. Alles Junkies hier. Kaffee-Junkies. Ja, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.